Immer wieder, wenn ich durch Gothic 2 und seine Superwelt in Mortana laufe, erinnere ich mich daran, was für ein Impact, was für eine unglaubliche Ausstrahlkraft dieses Spiel damals schon vor 20 Jahren und auch bis heute noch hat. Mit seiner immersiven Story, seiner dichten Atmosphäre und seiner Super-Community. Eines der besten Spiele, das es jemals gab. Aber Moment mal, ich bin ja hier gar nicht in Korinnes, sondern wo wir uns hier befinden, ist Acholos. Denn The Chronicles of Mortana, Acholos, müsst ihr gespielt haben. Bei Chronicles of Mortana, Acholos, handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel, das ursprünglich von Gothic 2 und Gothic 2 Die Nacht des Rabens abstammt. Es ist eine Modifikation für dieses Spiel, das aus der deutschen Feder tatsächlich entstanden ist, während hier Chronicles of Mortana aus einer polnischen Feder entstanden ist. Das heißt, wir haben hier ein Spiel, das oder ein Mod, der auf dem Spiel basiert, was mittlerweile über 20 Jahre alt ist und noch immer eine riesige Community hat, die das Spiel bis heute hin feiern, wozu ich mich übrigens auch absolut zähle. Was diese Modder hier auf die Beine gestellt haben, ist ungelogen eines der besten Rollenspiele, die ihr jemals spielen könnt. Denn dieses Spiel hat eine derart dichte Atmosphäre und ein so exzellentes Storytelling, wie es halt eben auch schon Gothic 2 hatte. Und ihr erlebt hier eine Kampagne, die euch 60 bis 70 oder bis 100 Stunden amüsiert, unterhält und gefesselt behält. Denn ihr erlebt hier alle möglichen lustigen Momente, spannende Momente, Intrigen, Liebschaften und sonst alles, was ihr euch so denken könnt. Während ihr natürlich das ganz klassische Gothic-System durcharbeitet, was immer noch einen sehr, sehr guten Wert hat, auch wenn Piranha Bytes jetzt leider ja, nicht mehr existiert. In der Geschichte folgen wir Marvin, der genannt wurde nach dem Marvin-Mode, den man in Gothic 2 aktivieren kann, und der schiffbrüchig mit seinem Bruder Jorn geworden ist. Auf einer Suche nach einer sicheren Zuflucht fliehen sie auf Acholos, eine Insel, die etwas abseits des Festlandes von Mortana zu finden ist. Sie hoffen sich, hier vom Krieg mit den Orks zu fliehen und nicht weiter in diese ganzen Strudel der Verwüstung und des Untergangs hineingezogen zu werden. Wer Gothic 2 kennt, weiß, dass das natürlich fast unmöglich ist, denn wir wissen bei Gothic 3, dass die Orks natürlich die ganze Erde überrannt haben, beziehungsweise ganz Mortana. Wer das noch nicht wusste und jetzt ein bisschen gespoilert wurde, tut es mir wirklich leid, aber Leute, ihr müsst das Spiel auf jeden Fall gespielt haben. Auf jeden Fall folgt ihr Jorn und werdet erstmal als ziemliche Flüchtlinge angefeindet, werdet ausgegrenzt und auch sehr skeptisch betrachtet, weil eben sehr viele Flüchtlinge auf Acholos kommen oder nach Acholos kommen und die Ressourcen des Dorfes oder der Dörfer aufbrauchen und teilweise halt kriminelle Aktionen durchführen. Ganz in der klassischen Gothic 2 Manier oder eher auch Rollenspiel Manier arbeiten wir uns natürlich von ganz unten nach oben, müssen erstmal versuchen, diesen Status des Flüchtlings abzulegen, zu zeigen, dass wir irgendetwas wert sind oder eben genau das Gegenteil, zeigen, dass wir brutale Rohlinge sind, die sich nur mit Gewalt und Kriminalität über Wasser halten wollen und können. Wir können im Gegensatz zu Gothic 2 hier zwei Fraktionen beitreten und wichtig ist, die Magie könnt ihr immer lernen, ihr habt allerdings ein ganz anderes System als bei Gothic 2. Zunächst mal zu den Fraktionen. Wir haben, wie ihr hier sehen könnt, die Kaserne. Klassische Miliz, die wir auch bei Gothic 2, beitreten können und die natürlich wie immer den klassischen Stil von Armbrustschützen mit Schwertkampf beibringen kann, aber natürlich wisst ihr, ihr könnt da variieren. Als zweites habt ihr die Händlergilde zu finden, Araxos. Diese Araxos-Händlergilde ist eher so, ja, darauf aus, Profit zu machen, ist trotzdem sehr loyal zu seinen Mitgliedern, also nicht ganz so korrupt, aber es ist auch nicht schade, mal in die Grauzonen des Ganzen hineinzugehen und tatsächlich Regeln und Gesetze etwas zu verbiegen, um eben, wie gesagt, eigenen Profit an erster Stelle zu stellen. Diese beiden Optionen habt ihr, die spielen sich dann auch wirklich anders, werden natürlich auch überlappende Stories haben und je nachdem, was ihr dann wählt und wie ihr da vorgeht, könnt ihr andere Dinge lernen, könnt ihr anderen Dingen kennenlernen und es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Spiel zweimal zu spielen. Die Story ist halt so genial, es ist wirklich wunderschön, einfach mit jeder Fraktion einmal gespielt zu haben, denn das lohnt sich. Wie angedeutet, ist das Quest-System auch extrem variabel. Ihr habt ja eine Story, die wirklich entfaltet wird und die teilweise sich auch in den Nebenquests deutlich zeigt. Als Beispiel kann man einfach den Streit um Valerius Weingut, wo ich mich gerade befinde, einmal erwähnen. Da sind zwei Brüder, die irgendwie im Zwist miteinander gekommen sind, nachdem ihr Vater gestorben ist. Und es gibt jetzt verschiedenste Lösungen, die ihr angehen könnt, um diesen Zwist beizulegen. Und um wirklich die, sag ich mal,
Die schwierigste Variante zu finden, müsst ihr wirklich graben oder euch in Wikipedia sogar informieren, denn es ist nicht so geradlinig, wie man meinen mag. Wenn man nicht großartig darauf achtet, wird man immer zu einem Ergebnis kommen. Aber ihr habt nicht irgendwie den Fall, dass jedes Quest immer nur eine Lösung bietet, sondern meistens gibt es mehrere Lösungen, was das Quest-System eben super macht. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch so Klassiker wie Kopfgelder, wo ihr einfach schwere Gegner besiegen müsst, verschiedene große Monster erlegen könnt und müsst, die euch teilweise tatsächlich gut auf die Mütze geben können. Das heißt, ihr habt ein super variables System, wie gesagt, was euch auch bis zu 100 Stunden, wenn ihr wirklich intensiv forscht und dieses riesige Land, was ihr hier habt, erkundet. Denn auch hier könnt ihr sehen auf dieser Karte, dass ihr so viele Standorte habt, die ihr nach und nach besuchen könnt. Manche könnt ihr halt relativ früh hin, zu anderen solltet ihr euch noch nicht begeben. Und zum Beispiel jetzt das Kloster auf 9 ist tatsächlich noch komplett für euch gesperrt am Anfang. Erst im späteren Spielverlauf kommt ihr dahin. Das heißt, ihr habt hier so viel zu beobachten, so viel zu tun. Und ihr seht auch schon an dieser Karte, die Qualität generell von diesem Spiel und diesem Mod ist halt absolut hochwertig. Die ist auf jeden Fall auf einem Level mit Gothic 2 und sind wir mal ganz ehrlich und ich bin so frech und es ist sogar auf einem wesentlich höheren Level als alle Rollenspiele, die es heutzutage gibt. Also da bin ich mir relativ sicher, mal abgesehen vielleicht von Baldur's Gate 3. Das Kampfsystem von Acholos Chronicles of Mutana ist natürlich sehr an das von Gothic angelehnt. Ihr könnt jetzt nicht irgendwelche neuen Mechaniken heraushauen. Ihr seht zum Beispiel diesen Feldräuber da drüben. Natürlich haben wir verschiedenste Optionen, diesen Feldräuber anzugreifen. Erstmal generell wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, sonst sage ich es euch hier, dass eben diese KI von den Gegnern immer verschiedene Aggressionsreichweiten hat, die ihr beachten müsst, wenn ihr einen Kampf vermeiden wollt. Die meiste Flora und Fauna, die wird sich auch immer melden, hey, ich will jetzt hier gerade nicht kämpfen oder ich will, dass du dich dass du weggehst. Und wenn ich das nicht tue, dann wird eben als Resultat ein Kampf initiiert auch von dem Wesen. Ich kann natürlich auch jederzeit selber angreifen. Ihr seht auch, dass ich das Schwert momentan, das zweihändige, was ich hier benutze, noch sehr merkwürdig halte. Je nachdem, wie hoch ihr gelevelt seid in euren verschiedenen Rängen, dann werdet ihr das Schwert bzw. Hammer, Axt und sonst irgendwas immer anders halten und besser halten. Und ihr werdet immer mehr Expertise mit diesen verschiedenen Waffen aufbringen. Ihr seht zum Beispiel mir, ich bin jetzt Kämpfer bei Zweihändern. Ihr könntet jetzt zum Bogen, Armbrust und Einhänder greifen. Und wie gesagt, zur Magie kommen wir auch noch. Die könnt ihr auch noch einsetzen. Und je nachdem, wie ihr euch da, wie gesagt, schlagt, macht ihr mehr Schaden, habt bessere Moves, also Angriffe, die ihr leisten könnt, werdet flexibler und so weiter und so fort. Das System ist wie bei Gothic so, dass ihr natürlich diese Punkte nur erringen könnt, indem ihr auflevelt und diese Lernpunkte vergebt. Ich habe jetzt hier als anderes Beispiel halt die Armbrust dabei. Die könnt ihr einfach zielen, indem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und dann könnt ihr auch schon loslegen. Das ist jetzt auch kein großartiges neues System, das kennen wir schon mal von Gothic. Es ist kein Zielen da. Ihr könnt aber tatsächlich, wenn ihr das wollt, wo ich keine Lust drauf hatte, mit Mod, was ihr sowieso hier viel machen werdet, kommen wir am Ende zu, könnt ihr mit Mods auch durchaus sagen, dass ihr ein echtes Zielsystem haben wollt, wie es ja bei manch anderen Rollenspielen der Fall ist. Was bei euch sehr besonders und was sehr neu ist, ist das Magiesystem in Acholos. Denn, wie ihr hier sehen könnt, kriegt ihr verschiedene Bücher, die eben erster Kreis, zweiter Kreis, dritter Kreis, vierter Kreis und so weiter heißen und verschiedene Anzahl an Bände brauchen, damit ihr die verschiedenen Kreise lernen könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf dieses Band 1 klicke, dann kommt ein Menü, ein Kontextmenü und dann könnt ihr ohne Lehrer diesmal, normalerweise müsst ihr immer zu Lehrern laufen, um eure Stärke oder Geschicklichkeit, Einheitsfähigkeit, Zweihandfähigkeit, Armbrustfähigkeit oder das Bogenschießen zu verbessern. Aber hier könnt ihr einfach das Buch öffnen und 10 Lernpunkte, kein Gold. Das ist auch ganz wichtig. Alles andere kostet zu regulären oder im Normalfall Gold. Das ist auch eine ganz entscheidende Sache. Könnt ihr dann einfach den ersten Kreis der Magie lernen. Wichtig ist, ihr bezahlt für Buch 1 von 2 und ihr bezahlt auch nochmal für Buch 2 von 2. Das heißt, beide müsst ihr lernen. Das sind 20 Lernpunkte, was nicht eben wenig ist. Und wichtig ist auch, je höher ihr im Kreis kommt, ihr seht zum Beispiel, hier habe ich jetzt den zweiten Kreis der Magie und den dritten Kreis der Magie, müsst ihr auch mehr Bänder sammeln. Zum Beispiel haben wir beim dritten Kreis schon 4 Bänder und so weiter und so fort. Und nur dann könnt ihr tatsächlich Magie wirken. Ihr könnt natürlich wie immer mit Schriftrollen arbeiten, das habe ich hier auch. Das habt ihr durchaus drin. Natürlich gibt es die Klassiker wie Telekinese, Schlaf, Schloss eröffnen und Teleporter, wie immer. Die könnt ihr, Teleporter könnt ihr auch ohne, natürlich ohne Magie oder magische Kreise lernen. Aber wenn ihr wirklich Runen anfertigen wollt und mit Runen arbeiten wollt, müsst ihr das über dieses neue System tun, was hier in Acholos ganz besonders ist.
Ja, zur Charakterentwicklung gibt es natürlich noch, wie immer, die Fertigkeiten. Die kennen wir auch schon aus Gothic 2. Wir haben das Schmieden, Bogenbau, Alchemie, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, Tiere ausweiden und Rohstoffgewinnung. Natürlich ist der Klassiker Schmieden, baut euch halt Waffen. Habe ich jetzt zum Beispiel bei diesem Playthrough gemacht. Beim ersten war ich Mage. Hier habe ich mir gedacht, jetzt mache ich Schmied und habe mir dicke Zweihandwaffen gebaut, die wirklich massiv stark sind im späteren Spielverlauf. Kann ich euch gleich auch nochmal kurz zeigen. Außerdem könnt ihr dann eben Bogen bauen. Natürlich, ihr könnt wieder mal wie immer, das solltet ihr auch unbedingt tun, immer Alchemie benutzen, um Stärketränke, Geschicklichkeitstränke, Lebenstränke, Mana-Tränke und so weiter herzustellen. Dieses könnt ihr auch durch verschiedene Charaktere finden und erhöhen. Auch da müsst ihr aufpassen, dass ihr gewisse Charaktere nicht verstimmt, umbringt oder sonst irgendwas, sodass ihr diese Fähigkeit verliert. Das wäre schon mal ganz wichtig. Ansonsten kennt ihr natürlich das übliche Schlösser öffnen. Das ist dieses klassische Rechts-Links-Kombination. Ihr könnt natürlich Taschendiebstahl machen, der hier einfach nicht nach Zufallsprinzip ist, sondern habt ihr die gewisse Höhe erreicht als Taschendiebstahl, dann könnt ihr wirklich alle in die Taschen ausräumen, die diese Schwierigkeit haben. Zum Beispiel als normal oder als einfach, sehr einfach. Und hier, ich habe jetzt ja gemeistert, heißt, ich könnte auch die unmöglichen Taschen ausräumen, was eine super Sache ist, euch ein bisschen extra Ressourcen gibt. Und Tiere ausweiden, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon, ist auch nichts Neues. Das ist tatsächlich einfach, dass ihr Felle, Zähne und so weiter nehmen könnt. Allerdings gibt es hier eine größere Palette an Sachen, die ihr erlernen müsst und könnt, um wirklich auch Geld daraus zu schlagen. Also ganz, ja, sag ich mal, klassisch, aber schon erweitert dadurch, dass ihr mehr Möglichkeiten habt und andere Herangehensweisen. Wie ihr merkt, laufe ich absichtlich durch das Spiel, während ich euch das Ganze vorstelle und erkläre. Das hat einen einfachen Grund, denn die Soundqualität, die ihr im Hintergrund immer so ein bisschen hören kommen solltet, ist halt wirklich absolut genial. Alle Sounds oder Soundtracks, die ihr hört, sind tatsächlich eigenkreiert und nochmal umgestaltet, um einen ganz, ganz eigenen Stil zu erreichen, eine ganz eigene Atmosphäre zu erringen. Und das sieht man halt auch wieder in der Grafik. Wenn ihr euch einfach mal hier Acholos anschaut, das ist einfach genial, jetzt hier im späteren Stadium des Spiels. Es ist eine wunderschöne Stadt. Die Grafik dafür, dass das Spiel halt uralt ist, wurde von diesem Mod nochmal auf ein nächstes Level getragen. Man muss allerdings sagen, dass natürlich auch noch gewisse Modifikationen zusätzlich nötig sind, um diese Qualität auf diese Weise zu erhalten, die ihr sehen könnt. Aber, worauf ich hinaus will, ist halt die Nostalgie von Gothic 2, was man ja auch immer wieder zocken kann, wenn man es schon mal getan hat oder generell solche Spiele mag, dann hat man diese Qualität und man hat das Ganze nochmal deutlich, deutlich größer. Wenn ihr euch diese Stadt hier anguckt, wir sind jetzt durch eine Zeile durchgegangen, vom Hafen bis zum Tempel, bis zur Kaserne und zur Handelsgilde. Und das ist nur ein Teil des Ganzen. Das heißt, ihr habt natürlich unglaublich viel zu sehen. Es ist eine viel größere Stadt, als Korinnes damals war, als Hafenstadt. Und schon die war ja sehr verwinkelt, sehr interessant, die hat Atmosphäre und Charme. Und hier in Acholos ist das Ganze nochmal umso interessanter gestaltet, sodass ihr noch mehr erleben könnt und noch mehr sehen könnt. Ihr seht einfach, wie toll detailliert für dieses Alter dieses Spiels diese ganzen Gebäude aufgestellt sind. Und das zieht sich ja durch das ganze Spiel durch. Jede Winkel dieser Karte ist sogar, finde ich, teilweise besser als Gothic 2. Das heißt, ihr habt hier sogar noch ein Upgrade, wenn es darum geht, um Ästhetik und auch um Sounddesign. Das ist einfach wirklich Top-Qualität. Da kommt so gut wie nichts drüber. Ja, das Problem oder die Sache, warum das Spiel so super aussieht, das liegt natürlich einfach schon alleine daran, dass wir halt einen Mod haben, der halt von engagierten Menschen geschaffen wurde, die wirklich dieses Spiel, also Gothic 2, so extrem lieben und ihre Liebe auch so zu Ausdruck bringen, dass sie halt Jahre über Jahre einen Mod kreieren, der eine derartige Tiefe zusammenstellt. Aber es heißt natürlich auch für Leute, die halt so ein bisschen abgeschreckt sind vom Modding, natürlich auch ein bisschen Arbeit. Also ihr könnt Acholos natürlich einfach in Steam runterladen und dann zocken. Da braucht ihr einfach nur Gothic 2. Jetzt müsst ihr aber gucken, dass ihr, wenn ihr diese Grafik so wie ich haben wollt, mit diesen ganzen Reflexionen und so weiter, und da begebe ich mich jetzt auf jeden Fall auf sehr dünnes Eis, weil ich kenne mich jetzt auch nicht mehr aus. Jedes Mal muss ich mich da auch wieder neu reinfinden. Auf jeden Fall, dafür müsst ihr noch mehrere Mods hinzufügen. Ich zeige euch einfach mal die Liste. Ich habe so einen ganzen Ordner für Gothic Modding. Das ist von Gothic 1, 2 und ich glaube 3 fliegt da auch noch irgendwo rum. Kann mich aber irren. Aber das heißt, ich habe natürlich einen gigantischen Vorrat eigentlich an Mods, die ich immer wieder durchschauen muss, immer wieder schauen muss, was muss ich installieren, damit das Spiel wirklich so aussieht. Ihr habt dann auch bessere Hotkeys dabei. Ihr könnt es auch mit Controller spielen, wenn ihr dann wollt. Also es gibt so viel. Diese Community von Gothic und damit eben auch von Acholos ist derart dicht und exzellent. Da könnt ihr halt wirklich euer gesamtes Leben eigentlich mit verbringen. Naja, nicht ganz, aber ihr könnt zumindest so viele hunderte Stunden Spaß haben, auch über andere Mods. Es gibt ja noch wesentlich mehr Mods.
Da könnt ihr ja natürlich auf die einschlägigen Kanäle wie Jorgensen zum Beispiel gehen. Ah, will ich auch gern, so gern wäre ich Gothic-YouTuber, ich sag's euch ganz ehrlich. Den ganzen Tag Gothic zocken, ey, das wäre, oh, Hilfe, pures Leben, pure Freude für mich. Auf jeden Fall könnt ihr da reingehen und euch auch nochmal Mods vorschlagen lassen. Da gibt es noch alles sowas wie Legend of Azun, glaube ich, ist eine von den größeren Mods. Wobei ich halt, und da sind ja auch alle Kritiker sich einig, Acholos halt als den Hauptmod betrachtet. Aber da kommen wir ja jetzt zu. Naja, was soll ich sagen? Ich meine, ihr habt es ja schon gemerkt, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe auch Gothic 2. Ich habe es halt derart oft durchgezockt. Kann aber sagen, dass Acholos einfach nochmal so viel bietet, was dieses ganze Gothic-Prinzip immer noch höher und höher stellt. Ich habe in diesem Spiel ungelogen innerhalb von 2 Jahren 170 Stunden. Und das ist wirklich, wirklich krass, gerade für Rollenspiele, weil ich eigentlich so gut wie gar keine Rollenspiele mehr spiele privat. Das heißt, ich bin absolut geflasht gewesen von dieser Qualität. Man merkt halt immer wieder bei diesem Spiel, also Gothic 2, aber auch eben im Geiste Acholos, wie sehr diese Atmosphäre einen in den Bann zieht. Ich meine, das Kampfsystem ist halt, das kann man jetzt auch im Fazit sagen, halt nicht das Genialste. Ihr habt hier jetzt kein revolutionäres Kampfsystem. Ihr habt hier auch kein revolutionäres Magiesystem, wobei das Magiesystem absolut gut passt, genauso wie das Kampfsystem. Aber es ist halt nichts dynamisch krasses mit 10 Fähigkeiten, irgendwie durchgeprogrammiertes Kampfsystem, sondern ganz, ganz einfach, ganz alt, das merkt man auch sehr gut. Aber diese Atmosphäre ist so dicht, dass man das trotzdem als super gut empfindet. Das ist sehr, ja, es bindet einen sehr ein, man ist sehr gefordert und man entdeckt halt immer wieder, wie gern man dieses Spiel spielt. Und da spreche ich halt, wie gesagt, für Gothic 1, Gothic 2 und auch Acholos. Und auch Gothic 3 mit Mods. Denn auch die habe ich danach, dann nachdem ich Acholos durchgespielt hatte, das erste Mal, auch alle nochmal durchgespielt mit verschiedenen Mods dann. Das ist einfach absolut genial. Was diese Community von Gothic leistet, da kann man nur nochmal seinen Hut ziehen. Denn das zu tun, all diese Stunden da hineinzustecken, ohne einen Penny zu bekommen und einfach den Geist eines solchen tollen Spiels und einer so dichten Atmosphäre am Leben zu halten. Da ist wirklich jeder Respekt dafür einfach nur von mir da. Auch wenn das jetzt nicht ganz so viel mit dem Fazit zu tun hat, obwohl ja doch irgendwie schon, weil ich finde, Acholos ist halt als Fazit das Beste, was man aus einer Community herausholen kann. Ja, es ist halt genau das. Es zeigt, dass die Community es schafft, ein Spiel, das uralt ist und so gefeiert wird, nochmal komplett aufleben zu lassen. Im Jahr 2021, glaube ich, haben sie das offiziell rausgelassen, aber wahrscheinlich schon eine Arbeitszeit von 5 Jahren, die davor stand. Das ist wirklich ein beeindruckendes Projekt. Und ich kann jedem sagen, spielt dieses Spiel. Und jedem, der noch nie Gothic 2 gespielt hat, das hier noch guckt, spielt Gothic 2, ihr Wahnsinnigen. Ihr habt was verpasst. Scheiß auf Grafik. Spielt es einfach. Und wer noch nicht Acholos gespielt hat, als Nostalgiker, haut rein, spielt Acholos, dann erlebt ihr Gothic 2 nochmal. Und danach wollt ihr auch wieder alle Gothic-Teile spielen, weil es halt einfach so perfekt ist. Ja, und mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe ja genug geschwelgt, von daher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like da lassen, Abo und so weiter. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und ich hätte jetzt schon wieder Bock auf Gothic, ey. Naja, egal, man sieht sich.